Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es wieder soweit, die nächste Wasserabsenkung steht an und damit gibt es wieder einige neue Orte. Ich werde euch in diesem Video natürlich alles zeigen. Ich versuche das Ganze auch möglichst in einem One-Take aufzunehmen, damit ich nachher möglichst viel Zeit noch habe, das Challenge wieder aufzunehmen. Denn das kommt ja heute auch, also wirklich wieder viel Stuff, was heute wieder auf diesem Kanal online kommt. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir schauen uns die ganzen Sachen an. Ist tatsächlich wahrscheinlich auch noch nicht die letzte Wasserabsenkung, denn die nächste Wasserabsenkung wird wahrscheinlich am 1. August stattfinden. Dort werde ich euch natürlich auch wiederum wieder alles zeigen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und lasst ein Abo da, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt. Und dann gehen wir direkt zum ersten Ort, der sich hier wieder komplett verändert hat. Leider wird er leider wieder nicht gerendert. Das heißt, die ganzen Objekte sind hier etwas verpixelt, aber auf jeden Fall ist Wild Sands wieder zurück, wieder im ganz alten Stil. Nur noch der Strand ist etwas überschwemmt, das heißt hier unten beispielsweise diese eine geheime Truhe, die irgendwo am Strand versteckt ist, die kann man zurzeit noch nicht wiederfinden. Aber ansonsten ist wieder alles komplett zugänglich, das heißt diese Gebäude, die hier auch alle außen stehen, die kann man wieder, die sind wieder zugänglich. Die einzigen Objekte, die im Prinzip noch unter Wasser sind, sind hier hinten bei diesem Skatepark. Dort ist noch ein bisschen Wasser drin. Ansonsten gibt es diesmal aber auch ein neues Objekt, was hier ist. Und zwar dieser Basketballplatz. Hatte ich beim letzten Mal ja schon angesprochen. Und hier neben, wo hier eben halt dieses eine Gebäude war, was darauf gebaut wurde. Was auch schon seit Anfang von Season 2 darauf gebaut wurde. Dort wurde das Ganze jetzt durch eine Tankstelle ersetzt. Und zwar auch durch eine große Tankstelle. Ist eine zweistöckige Tankstelle. Und damit kann man dann auch nochmal hier in Sweaty Sands die Autos aufladen und hier kann man auf jeden Fall jetzt wieder ganz normal looten und es sieht auf jeden Fall deutlich schöner aus, ohne die ganzen Müllberge, die eben halt dazwischen waren. Dann geht es mal weiter zu The Shark. Dort gibt es natürlich auch ein paar kleine Änderungen, zusätzlich natürlich davor auch immer noch bei beim Atlantis-Ort hier, dort kann man es jetzt auf der Karte auch nochmal stärker erkennen. Ohne es ist auch wirklich nicht mehr viel, was fehlt, bis man da runter kann. Irgendwie ist das hier aber auch wieder komplett verpixelt. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht einstellen kann, wenn ich hier ein bisschen den Autofokus anstelle. Ich glaube, so kann man es, ja genau, so kann man es auf jeden Fall besser erkennen. Und hier drunter sieht man auf jeden Fall, hier fehlt nicht mehr viel, bis das Wasser dann auch niedrig genug ist, damit hier eine Stadt entstehen kann. Und ansonsten bei The Shark kann man auch wieder einen Großteil zugänglich, ist ja Großteil zugänglich. Nur noch hier die allerunterste Etage dort mit den letzten Kisten, das ist noch nicht ganz zugänglich. Allerdings darüber ist jetzt eigentlich wieder komplett normale Orte der Tresors, unter anderem auch zugänglich, ist allerdings nur eine einzige Kiste drin, also lohnt sich jetzt nicht so extrem. Dann geht es als nächstes mal weiter Richtung The Yard. Dort gibt es natürlich auch noch in der Region ein paar weitere Änderungen. Unter anderem haben wir nämlich davor einmal hier die Häuser, die natürlich auch wieder frei sind. Das heißt, hier können wir wieder looten. Natürlich fehlt nur noch die Kiste, die hier beim Strand ist. Aber die ganzen Kisten und Dinge, die hier eh mal drin sind in den Häusern, die sind wieder zugänglich. Zusätzlich natürlich daneben bei dieser Insel haben wir auch wieder die meisten Kisten, die zugänglich sind. Unter anderem eben halt die Kiste, die hier, glaube ich, irgendwo hinter oder so ist. Die kann man jetzt auch wieder benutzen. Genau, die sich hier befindet, die ist zugänglich, genauso natürlich die, die hier oben im Dach ist. Und im anderen Gebäude war ja auch schon letzte Woche die Kiste frei. Zusätzlich dazu gibt es natürlich jetzt auch bei diesem Regal nochmal die nächste Kiste, die frei ist. Also kann man das auch wirklich wieder als guten Landing-Spot benutzen. Die Yacht steht hier immer noch gut herum, wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Die sollte, glaube ich, nicht mal auf Grund auflaufen mit der nächsten Wasserabsenkung, da die nächste Wasserabsenkung dann ja auch die letzte Wasserabsenkung ist. Dann hier bei unserem Raum Schiff gibt es eigentlich auch keine großen Änderungen. Tatsächlich guckt das erste kleine Stückchen dieses Mal wieder raus, also wirklich dieses ganz, ganz kleine Stückchen da oben. Aber ansonsten fehlt immer noch eine Wasserabsenkung, bis wir dann hier auch noch die Challenges dazu erledigen können. Werden wahrscheinlich dann eben halt mit der nächsten Woche dann auch freigeschaltet werden. Zusätzlich gibt es ein neues Objekt bei Steamy Stacks, wo es ja schon seit Ewigkeiten eigentlich keine wirklichen Änderungen mehr gab. Und zwar ist jetzt hier eine Flopper-Angelstelle im Prinzip. Ich glaube, so ungefähr heißt es auch, wenn man hier hinfliegt. Kann man ja leider im Replay-Mode nicht sehen, wie die
ganzen Orte heißen. Auf jeden Fall neue Orte, wird wahrscheinlich auch bestehen bleiben. Unter anderem gibt es hier einmal in der Ecke eine Kiste und dann einmal auf diese Mastenkiste. Also nicht wirklich viel, aber ein bisschen was, was man noch nehmen kann. Der Bus, der hier stand, der ist auch weg. Also ich glaube, der kommt auch nicht wieder zurück. Der wurde wahrscheinlich einfach jetzt dadurch ersetzt. Ansonsten natürlich hier in der Region immer noch alles gleich. Hinten bei Steamy Stacks fehlt auch wieder viel Wasser. Allerdings kamen da natürlich keine neuen Kisten irgendwie dazu. Bei Dirty Dogs gibt es natürlich auch ein ganz paar kleine Änderungen, beziehungsweise eigentlich Änderungen kann man das hier richtig nennen. Mittlerweile ist es jetzt aber wieder so, dass es nicht mehr ebenerdig zum Wasser ist. Das heißt, man kann nicht mehr so leicht hier in Dirty Dogs vom Wasser reinkommen, sondern muss immer die Treppen benutzen oder sich eigene Sachen bauen. Eine Woche fehlt es auch noch, bis dort die Kiste zugänglich ist. Ansonsten ist es aber wieder wirklich komplett normal, war ja aber auch letzte Woche schon so eigentlich so. Dann im Großteil gibt es eigentlich sonst nicht mehr viele Änderungen. Hier war ja auch vorher schon alles nicht überschwemmt. Die einzigen Änderungen sind dann nochmal bei Camcord. Dort fliegen wir mal ganz schnell hin. Dort hat sich natürlich das Wasser auch nochmal um ein weiteres Mal abgesunken. Und jetzt ist da nochmal mehr zugänglich. Das heißt, ein Großteil von dem, was jetzt vorher da war, ist auch jetzt wieder zugänglich. Jetzt ist hier nur noch so ein ganz kleines Stückchen mit Wasser, was hier mittendrin ist. Ansonsten die 3 bzw. 4 Munitionskisten sind immer noch da. Die ganzen Kisten sind wieder zugänglich, bis auf eine Kiste, die sich hier unten befindet. Die kann man auch nicht benutzen. Aber ansonsten ist das Ganze hier wieder wirklich komplett normal. Unter anderem auch die Kiste, die hier unter dieser in diesem Keller im Prinzip drin ist, die kann man auch wieder benutzen. Also wieder ein komplett normaler Landing Spot. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch mittlerweile fast gar keine Whirlpools mehr. Die meisten sind jetzt eben halt verschwunden und werden dann eben halt mit der nächsten Woche durch die Autos letztendlich ersetzt. Und dann haben wir eben halt hauptsächlich nur noch Land Fortbewegungsmittel und es gibt dann eben halt wirklich fast gar keine Whirlpools mehr. Bei Slurpy Swamp gibt es tatsächlich eine sehr, sehr große Änderung. Und zwar ist jetzt hier wieder ein Großteil des Landes über Wasser. Zumindest die ganzen etwas erhöhten Hügel. Ansonsten fehlt natürlich der Fluss, der noch etwas niedriger ist. Aber wie gesagt, ein Großteil ist jetzt wieder zugänglich hier. Unter anderem ist jetzt, glaube ich, auch hier der Zaun weg, wenn das eben halt nicht nur hier ein Anzeigebug ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt der Zaun hier weg ist und damit wird es dann wahrscheinlich mit den nächsten Tagen dann auch noch in die richtige Umgebung integriert. Das heißt, wir werden hier einen ganz normalen Ort haben, ist ja auch nicht mehr hoch, wie die Müllinsel hier übers Wasser ragt. Und ich glaube hier, das sollte auf jeden Fall alles bestehen bleiben. Das heißt, die ganzen Inseln sollten hier hoffentlich auf jeden Fall nicht verschwinden. Ansonsten hier bei der anderen Ricky Rick Insel ist genauso das gleiche passiert wie mit der die ja schon vor Ewigkeiten verschwunden ist. Die ist jetzt nämlich auch weg und es gibt auch keine restlichen Überbleibsel mehr davon. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur noch das Stückchen hier und ich habe echt Hoffnung, dass das Stückchen von Ricky Rick vielleicht sogar bestehen bleibt. Ansonsten ist aber Ricky Rick echt nicht mehr groß. Im Prinzip wurden hier die Gebäude durch die kleinen Sachen ersetzt, die hier eben mal drunter rumstanden, die überall im Sumpf hier rumstehen und jetzt gibt es eben hauptsächlich nur noch The Fortilla, was hier übrig geblieben ist. Bei Slurpy Storm gibt es eigentlich auch kaum Änderungen mehr. Hier die untere Kiste kann man leider immer noch nicht benutzen und die ganzen anderen waren eben halt auch schon vorher zugänglich. Jetzt das Ganze eben nur noch mal so ein bisschen freier und ja, nicht mehr auf Ebene des Wassers. Zusätzlich ist hier dieser Slurp Truck auch wieder komplett frei. Und bei Hydro 16 gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier alles zu looten, beziehungsweise was von dem noch da ist, weil hier gefühlt einfach gar nichts da ist. Ich weiß nicht, ob das ein Renderfehler ist oder ob es so sein soll, aber gefühlt gibt es hier einfach keine Objekte mehr drin. Also sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, genauso eigentlich die Kiste, die beispielsweise auch an dieser Stelle steht. Natürlich alle Kisten, die hier oben standen, die sind irgendwie auch alle weg. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur ein Anzeigebug jetzt im Replay-Mode ist, aber auf jeden Fall scheint es so, dass dort nichts mehr zugänglich ist. Der Whirlpool, der hier steht, der könnte sogar eventuell noch existieren. Allerdings spätestens mit der nächsten Wasserabsenkung wird auch der noch verschwinden. Und dann hier natürlich bei Weeping Woods ist wieder alles komplett normal und es gibt wirklich kein Wasser mehr hier, das in Weeping Woods drin ist. Und damit ist wieder alles frei zugänglich, ohne irgendwelche Besonderheiten. Und ich glaube, damit haben wir uns auch alle Änderungen schon angeschaut. Und wirklich viel gab es eben halt diese Woche nicht mehr. Beim nächsten Mal wird eben halt dann Slurpy
Swamp nochmal ganz frei werden. Ich glaube, das wird schon eine ganz schön große Änderung sein. Und wir werden natürlich Atlantis bekommen. Also das wird eine wirklich sehr, sehr große Änderung sein. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Und dann hoffe ich, dass ihr nachher aber auch wieder beim Video vorbeischaut. Und dann bis dahin, ciao.